Hallo Leute, willkommen zurück zu Pikmin. Wie versprochen habe ich den Tag zu Ende gespielt und gezüchtet, was das Zeug hält. Ich hatte auch ein bisschen Probleme mit diesem einen Steinkerl, falls ihr euch erinnert. Und trage jetzt gerade die letzten Pillen zurück ans Raumschiff. Und frage mich jetzt leider verzweifelt, wo denn diese 18 Pikmin sind, die ich gerade verloren habe. Ich hatte eben noch alle 100 und... ziemlich blöd gelaufen. Für ein paar Pillen habe ich jetzt 18 geopfert. Nun ja, da haben wir die Population. Vor allen Dingen die Roten sind wieder angewachsen, das ist gut. Die Blauen auch ein bisschen. Wie viel habe ich denn jetzt? Okay, das sollte ausreichen, dass wir wieder ein bisschen das gerade gerückt haben. Ein bisschen erträglich gestaltet. Dann können wir jetzt nochmal versuchen, dieses Teil abtransportieren zu wollen, irgendwie. Und dann können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen züchten. Das ist eine großartige Idee. Denn den Endboss haben wir ja besiegt. Aber eigentlich habe ich keine Lust auf Züchten. Wir holen uns das Teil und machen uns wieder zum Sonnenuntergang. Für Olima ist es vielleicht heute Sonntag. Macht man nicht so viel. Selbst wenn wenn es um die Rettung des eigenen Lebens geht. Achso, was ihr am Ende vom letzten Part gesehen habt. Diese Pikmin, die ich hatte, die sind alle zu Pflanzen geworden. Zu Pflanzen, ja super. Zu Blumen, das wollte ich sagen. Der Kreis aber trotzdem irgendwie nicht genug da. So, ich will jetzt diesen verdammten Level hier beenden. Ich will hier nie wieder her. Wo geht's lang? Hier. Olima, pass auf dich auf. Hier liegt das Teil rum. Es ist der Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder im Dienst versieht. Alte, altdeutsch schult, oder? Gut, dann hätten wir alles. Trag die Mark Chill zum Raumschiff. Am wenigsten Pikmin haben wir von den Blauen, was mich beunruhigt. Denn die nächste Welt ist eine gigantische Wasserwelt. Wir machen das jetzt mal so. Wir töten ein paar von euch. Und geben das den blauen Pigment an. Das machen wir. Nicht den ganzen Tag züchten, aber so ein bisschen dürfte drin sein. Du noch. Angriff aus dem Hinterhalt. Au. Spuck doch dein Feuer. Ich glaube, das interessiert uns. Das ist schön gemacht. Ihr tragt den? Wo tragen die denn hin, verdammt? Einmal die Schlaufe, natürlich. Warum nicht? Da liegt auch einer. Euch behalte ich im Auge. Während das Raumschiffteil nach unendlichen Mühen das Ziel erreicht. Der Wächtersatellit. So. Wir haben 19 Teile. Das heißt nur noch 11 bis zur absoluten Vollendung. Na, nur noch. Jetzt kommen die schwersten. Die Blumen wachsen, aber mir zu langsam. Ja komm, saugt. Reift. Werdet stärker. Es reicht. Dann können wir diesen Level jetzt gleich endlich verlassen. Das freut mich doch am allermeisten. Ich mag den Höhlenlevel nicht, aber der Wasserlevel ist auch ein bisschen unsympathisch. Er ist schwieriger, der Wasserlevel. Kaum zu glauben, aber wahr.
Also Pikmin ist nicht unbedingt sehr leicht. Aber was bringen schon leichte Spiele? So, liebe Herren Rot-Pikmin. Gute Nacht. Danke für heute. Immer 180 Rote, das geht, das geht. Good night, everyone. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir holen euch. Ich sage euch auch ganz genau warum. Das wird jetzt erstmal verwirrend aussehen, aber es hat einen handfesten Hintergrund. Und zwar, wenn wir diese jetzt aufteilen. Ich will ja die ganzen nicht rupfen, ist ja klar. Also ich habe es ja schon öfter gebracht. Und trage die jetzt zur Zwiebel. Und dann muss ich die nämlich nicht pflücken. Okay, Leute, ich mach mal an der Stelle ganz kurz Pause. Da bin ich auch schon wieder. So, ich frage mich, wo war ich denn stehen geblieben? Das war eine ziemlich lange Pause. Was ist zu tun? Haben wir alle Teile? Wir haben alles gemacht, ne? Wir haben auch das Ding, die Dinger da reinge... Das war halt das Telefon draußen. Ja, zum Sonnenuntergang. Ich guck nochmal, man kann ja nie wissen. Weil hier alles gelöst haben. Ja, haben wir. Zum Sonnenuntergang. Ja. Dann können wir so langsam die vierte Welt betreten. Das werden wir jetzt in diesem Part noch tun. 15 Tage sind Aufprall. Königinblume. Wenn ich Pikmin in diese Blume... Okay, halt die Schnauze. Bipopulation. Na gut. Immerhin. Noch 11 Teile. Das Tageslimit juckt mich gar nicht. Alles gelöst. Super. Alles gelöst. Alles gelöst. Schön. Aber in dieser Welt gibt es noch ein paar mehr. Ach, die Fernequelle. Alles voll Wasser. Hier werden wir uns noch ein wenig aufhalten. Aber die Welt ist nicht schlecht. Und sie kommt in Teil 2 ebenfalls vor. Genauso wie der Wald der Hoffnung etc. Kommt alles nochmal vor in den anderen... im anderen Spiel. Da haben wir unseren ganzen Teile. Sieht auf den ersten Blick natürlich ziemlich einfach aus. Es liegt doch nur ein bisschen im Wasser und... Aber die Welt ist wirklich nicht ohne. Wie machen wir das? Ich würde vorschlagen, da hier alles Wasser ist, holen wir uns von den roten und gelben eher ein paar weniger als sonst. Nämlich 2×25. Und der Rest, das heißt die ganze andere Hälfte, 50. Das ist ziemlich meditative Musik, wenn ihr mich fragt. Okay. Das erste Puzzleteil. Oh, ich hab's schon wieder gesagt. Es ist doch schon länger her, als ich Banjo-Kazooie durchgespielt habe. Das erste Raumschiffteil ist gar nicht so... Kommt da immer noch ein gelber mit? Nein. Ist gar nicht so schwer zu bekommen. Beziehungsweise relativ schnell. Wir werfen die Kerle hier drauf. Und wir benutzen einfach nur blaue, weil wir dann auf Nummer sicher gehen. Weil wenn dann einer runterfällt, das ist dann halt nicht so knorke. Er hat Knorke gesagt. Die gehen jetzt an der Wand entlang und können gar nicht irgendwo anders hin. Und erlangen dieses Teil. Was auch immer es war.
helft. Der Reparaturbolzen. Dieses Roboterwunder kann einfach alles am Schiff reparieren. Und das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. Ihr da oben, kommt ihr mit? Ja, geht noch einen größeren Bogen. Im Wasser tummeln sich ja nur lauter Gegner. Sieht nicht so aus, als könnte man da großartig helfen. Ihr kommt auch mal wieder mit. Alle. Und das erste Raumschiffteil. Diese Welt haben wir schon mal einkassiert. Das ist schön. Und damit beenden wir den Part dann auch gleich. Reparaturbolzen. Sieht aus wie ein normaler Bolzen. Ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Jetzt haben wir 20 von 30 Teilen. Das ist echt cool. Aber der schwierigste Part steht noch vor uns. Ihr seht hier diese abgefuckten Windgegner. Okay, Leute. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.